Katz Pantherbräu. Ich glaube, es ist Zeit für ein neues Pantherbräu. Ja, es ist Zeit. So lang gereift wie jeder kluge Gedanke in der Taz. Ja, es ist Zeit. So, es ist Zeit. Herzlich willkommen zu diesem Taz-Gespräch, Taz-Futter 2-Gespräch beim Taz-Lab. Das Prinzip Verantwortung. Freue mich sehr, dass Sie uns zuschauen, unten im Park, live im Stream. Freue mich, dass sie heute hier beim Taz-Lab dabei ist. Sie ist nicht nur Klimapolitik-Aktivistin, Mitgründerin von Fridays for Future, sondern die Stimme der sozialökologischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Willkommen, Luisa Neubauer. Danke, danke. Ja, mein Name ist Peter Unfried. Ich bin Chefreporter der Taz, Chefredakteur von Taz Futur 2, Magazin für Zukunft und Politik, das habe ich fast vergessen, unser Jahresvorsatz, wir machen ernst. Und wie genau geht das eigentlich, ernst machen, sagt sich ja so leicht, darüber sprechen wir jetzt. Ich sage ganz kurz was zu Luisa Neubauer. Sie wurde geboren am 21. April 1996, das heißt, sie hatte gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Danke, danke. Und wir haben was vorbereitet. Nein. Doch, wir haben was vorbereitet. Oh Gott. Vielen, vielen Dank. Wow. Frisch gebacken. Ich glaube, meine Geburtstagsfeier ist mittlerweile auch aufgelöst. Und ja, vielen Dank für die Glückwünsche auch, die ich ja auch sehr, sehr zahlreich von vielen Menschen hier im Internet bekommen habe. Dankeschön. Es wird auch geklatscht unten, höre ich. Ach so. Oh, Leute. Also jedenfalls, um meinen Witz noch machen zu können, Aktivistinnenjahre sind ja harte Jahre, nehme ich an. Und du warst 22, als du 2018 in Katowice Greta Thunberg kennengelernt hast. Und wie alt fühlst du dich heute? Ja, ich glaube, dadurch, dass ich so jung aussehe und regelmäßig für alle möglichen Sachen mein Perso vorzeigen muss, ist die Sache mit dem Alter nicht so bedeutsam jetzt in Zahlen gesehen für mich. Aber ich finde schon, ne, es ist eine skurrile Erfahrung. Ich habe jetzt gestern wieder an meinem Geburtstag Klima gestreikt und stand da und dachte, boah, das ist jetzt schon einfach eine Weile, die wir es machen. Wohl wissend, dass wir gestartet sind als so eine Art Provisorium, als so eine Instanz, die nur ganz kurz einmal intervenieren wollte. Hallo Leute, es gibt da ein Problem mit dem Klima, bitte macht doch euren Job. Und jetzt, 4,5 Jahre später, kann man sich da noch ein bisschen alt fühlen, fürchte ich. Gut, ich kommentiere das nicht, lass es jetzt so stehen. Unser Kongress, Luisa, heißt Zukunft und Zuversicht. Und die Idee ist, uns dazu zu bringen, nicht immer nur zu kritisieren und die Apokalypse zu beschwören. Die Frage ist jetzt, was gibt es denn, bevor wir natürlich wieder kritisieren, was gibt es denn aus deiner Sicht Gutes über die Bundesregierung zu sagen, was dich zuversichtlich stimmt? Auf die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. Dachte ich mir. Ich meine, Dinge laufen also natürlich in einigen Bereichen. Und ich glaube, was wir sehen, und das ist ja irgendwie auch schön und erfrischend und absurderweise auch ein bisschen neu, ist, dass es ja immer wieder Momente gibt, wo man sich tatsächlich ressortübergreifend mal zusammentut und kluge Dinge macht. Jetzt in ökologischen Fragen in der Regel nicht, aber in anderen Fragen schon. Das geht, wenn man möchte. Und wenn sich alle einig sind, das ist ja auch eine interessante Erfahrung, die wir gerade machen, wenn sich alle einig sind, dass alle davon profitieren können, eine bestimmte Entscheidung zu fällen, dann geht es ja auch ganz schnell. Ich glaube, da war das 9-Euro-Ticket das beste Beispiel. Da hatten alle das Gefühl, wir können hier mit irgendwas rausgehen, wenn wir das jetzt schnell machen. Und dann sind die Gelder da, dann sind die Möglichkeiten da. Dann kann man auch in großer Geschwindigkeit große Sachen bewegen. Und vielleicht zu selten, aber ab und zu blitzt das so durch, dass dieses Potenzial ja eigentlich da ist. Ansonsten Trauerspiel. Ja, ich habe es befürchtet. Aber 9-Euro-Ticket, war das nicht nur Stimmungspolitik?
ist es am Ende so bedeutsam, warum jetzt genau eine bestimmte Entscheidung gefällt wird? Also fair enough, wir können sagen, ich freue mich über jede Person, die Klimapolitik macht, aus tiefster moralischer, ethischer Überzeugung. Wenn man es aus Stimmung heraus macht, aus kurzfristigen populistischen Vorteilen, die man sich davon erhofft, die Emissionen fragen da nicht nach, warum sie jetzt genau reduziert wurden. Und dann denke ich, let's take what we get. Ja, aber das, um jetzt mal das zuzuspitzen, das Geld, was das kostet und nachher fehlt, das zahlst du dann. Führen wir jetzt wirklich eine 9-Euro-Ticket-Debatte? Nee, wir schließen das ab. Ich sage es mal auch kritisch, obwohl ich jetzt zur Zuversicht gerade gemahnt habe, wir sind partei- und regierungspolitisch in einer Deadlock-Situation. Es gibt eine Blockade zwischen mehreren Prozessen. Die Grünen machen der Klima-Avantgarde zu wenig, weil die anderen noch weniger wollen. Das wird von euch Aktivistinnen am liebsten den Grünen vorgeworfen, nicht dem Bundeskanzler. Und die Grünen sagen, das ist nun mal so in einer Demokratie. Wir machen, was man halt mit 14 Prozent, ja, das war ein bedeutsamer Versprecher, machen kann. Und dann sagen die anderen wieder, ach Quatsch, papalapap, Demokratie, ihr verratet eure Ideale, ihr müsst radikaler sein. Aber so funktioniert Demokratie nicht und so kommen wir auch nicht weiter. Also was ist dein Plan? Naja, ich glaube, fange ich mal von vorne an. Ich glaube, ganz therapeutisch gesprochen, in dieser Öko-Selbsthilfegruppe, in der wir jetzt gerade hier sind, sind, glaube ich, zwei Sachen ganz entscheidend. Das eine ist, sich vor Entgeisterung und Entnervtheit und vielleicht auch Wut gegenüber dieser Deadlock-Situation, in der wir sind, sich vor alledem nicht zu vergessen. Eine Tendenz, die wir in vielen Demokratien, auch in Europa zuletzt erlebt haben, ist, dass vor Wut und Frustration über Regierungsmachtkonstellation und Verzwicktheiten so eine Art Paralyse entstanden ist. Ich fand das in Frankreich sehr, sehr offensichtlich, wo man alle sozusagen, wo man dachte, wo ist denn die Gegenmacht zu dem, was so viele an Macron ablehnen? Wo ist denn da die sozialökologische Progressive, die sich organisiert? Die war nicht da, die war nicht, zumindest nicht schlagkräftig genug, um es in irgendeiner Weise mit den rechtspopulistisch unterdrückenden Tendenzen anderweitig aufzunehmen. Und das heißt, während wir wahnsinnig frustriert und entnervt Richtung Volker Wissing brüllen, müssen wir uns immer und immer wieder fragen, okay, wo bauen wir denn eigentlich Macht auf? Wo bauen wir etwas auf, was substanziell ist, was uns aus dieser Abhängigkeit, in der wir uns so sehr wähnen, befreien kann? Also ganz konkret gesprochen zum Beispiel, wir reden alle über das Tempolimit, wir sagen, es muss doch unbedingt jetzt ein Tempolimit geben, Volker Wissing will es nicht machen und das geht jetzt hin und her und hin und her und dann ist die nächste Wahl. Frage, wenn wir kein Tempolimit von oben bekriegen, können wir ein Tempolimit von unten organisieren? Keine Ahnung, Selbstverpflichtungen, Kommunen machen das, innerorts, man spannt die Bürgermeisterinnen und die Landräte und was auch immer ein, können wir es von anderen Orten her organisieren? Können wir die großen Organisationen in Deutschland, die viele Dienstwagen haben, mal herausfordern zu sagen, okay, wenn das nicht von oben kommt, können wir es selbst gemacht machen? Hier verpflichten sich alle Menschen, die mit unseren Dienstwagen zum Beispiel fahren, zu sagen, wir halten uns an unser Verständnis von Tempolimit. Nur als Beispiel gesprochen, das ist, was ich mit Gegenmacht meine. Das ist das Erste. Aus Frustration über die Machtstrukturen und diese kleine Art von ökologischem Machtmissbrauch, die wir da erleben, nicht zu vergessen, Gegenmacht aufzubauen. Und das andere ist, wir glauben, wir müssen verstehen und uns immer und immer wieder, jetzt dringender denn je, bewusst machen darüber, dass der Glaube an die Veränderungskraft der Massen und der Menschen unser wichtigstes, aber auch unser fragilstes Werkzeug ist. Es ist so leicht, sich gerade einzureden, dass nichts mehr geht. Und das lässt man sich ja auch gerne einreden. Das ist auch vielleicht ganz kurz ein bisschen eine Gemütlichkeitsveranstaltung dann. Und es gibt natürlich sozusagen auch eine Art fossilen Komplex, der sich ins Fäustchen lacht, wenn sie es noch besser schaffen, unseren Glauben an uns selbst auch ein bisschen mit anzusägen, bis wir dann alle völlig desillusioniert und entmachtet und an sich selbst aufgegeben unsere kleinen Tofu-Aufstriche rühren und das Gefühl haben, da draußen lässt sich ohnehin nichts mehr bewegen.
Der, ich komme noch mal zurück zu Frankreich. Der Vizekanzler hat heute Morgen im Grunde die Rente mit 62 in ihrer Vernunft verteidigt. Ich würde das auch tun. Ich würde sagen, die Rente mit 62 in Frankreich war eine Errungenschaft der fossil-liberalen Demokratie, die aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wenn wir die Maxime von Hans Jonas, da kommen wir noch dazu, dass die Gerechtigkeit eben in die Zukunft auch reichen können muss, wenn wir die beibehalten wollen. Und jetzt haben wir aber im Grunde eine Stimmung, auch eine Anspruchshaltung, eine kulturelle Berechtigung dafür, dass man eben mit 62 gottverdammt nochmal in Rente gehen darf, denn man hat ja auch hart genug gearbeitet, was ich überhaupt nicht bestreite. Das ist sicherlich so. Und in diesem Moment ist praktisch Macron, der für Veränderung angetreten ist und auch gewählt wurde, eigentlich am Ende, denn Veränderungspolitik kann im Grunde einpacken und nach Hause gehen. Jetzt sagt man ja, naja gut, man kann das schon machen, aber halt nicht so, wie er es gemacht hat. Man muss es anders machen. Aber das wird auch immer gesagt als Verhinderungsargument, dass man es eben anders machen müsse. Also kurzum, ist denn der Hebel, dass man tatsächlich eine notwendige Veränderung, die die Leute auch rational im Grunde verstanden haben, so umwandelt, dass sie dann emotional, individuell auch tatsächlich mitgetragen wird, wenn ich persönlich davon betroffen bin? Naja, sehen wir nicht jetzt in Frankreich, aber auch an vielen anderen Orten, wie es aussieht, wenn das Vertrauen, der Vertrauensverlust in Regierungsentscheidungen und in Verantwortungsbewusstsein so gravierend gesunken ist, dass Menschen sich überhaupt nicht in der Situation wähnen, erneuten Vorschuss Vertrauen in eine Regierung zu stecken und damit indirekt auch in zukünftige Verteilungsgerechtigkeit. Und ich sozusagen habe das Gefühl, wir haben eine ganz großartige Tendenz, den Klassenkampf und auch die sozialökologischen Kämpfe in Frankreich, in Deutschland so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es überheblich ist, aber vor allem so ein bisschen opportunistisch zu missinterpretieren, dass es uns gerade irgendwie in unser Argumentationsmuster reinpasst. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Da haben wir, glaube ich, viele Lehren von den Gelbwesten, die wir nochmal aufarbeiten können, darüber, wie das in Deutschland eigentlich missbraucht wurde, dieses politische Momentum, was dort geschaffen wurde, um antiökologische Politik zu rechtfertigen. Aber wenn man eine große Conclusio hier ziehen wollte, aufs Erste von der Situation in Frankreich, würde ich denken, wir sehen, dass auch etwas, was vielleicht aus einer Art Generationengerechtigkeit gesprochen, aus einer ökonomischen Gerechtigkeit her gesprochen oder auch aus einer Art, wenn man das so sagen, aus einer Arbeitsmarktrealität, wenn man das Wort bemühen möchte, heraus, aus alledem lassen sich keine Ableitungen mehr ziehen, wenn es von Menschen verlangt, in eine Regierung zu vertrauen, ohne dass man eine Kontrollinstanz hat. Und in dem Sinne müssen wir uns fragen, was müssen eigentlich Regierungen heute leisten, wohl, damit Menschen in sie vertrauen und wissen, wir können solche Entscheidungen über unsere Lebensrealitäten, über unsere Lebenszeit abtreten, weil es dem großen Ganzen dient. Wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, dass da jemand etwas macht, was am Ende allen wieder zugutekommt, dann gute Nacht. Und das spiegelt sich auch sehr in Deutschland, wenn man die Deutschen fragt. Gerade in Ostdeutschland gibt es da ganz gute Studien zu, die gefragt haben, ob Menschen denn bereit wären, etwas für mehr Klimaschutz zu tun, auch persönlich, sagen überwältigende Mehrheiten ja. Aber sie haben nicht das Vertrauen in die Regierung, dass die Maßnahmen am Ende gerecht sind. Und deswegen machen sie dann lieber gar nichts. Vertrauenskämpfe, würde ich sagen. Gut, aber ich versuche das jetzt mal nochmal nachzuvollziehen. Nochmal, wir gehen gleich weiter am Beispiel von Emmanuel Macron. Es scheint doch so zu sein, dass im Grunde man eben, also der ist das ist für mich deshalb wichtig, weil es eine Ausnahme war, dass er tatsächlich für Veränderung gewählt wurde. Ne? Obama wurde auch für Veränderung gewählt. Aber dann ist einfach die Frage, wenn die Veränderung konkret wird, beginnt der Widerstand. So, ne? Jetzt ihr seid irgendwie auf der Straße und auch überall sonst wo und
appelliert im Grunde an eine Regierung, die diese Veränderung endlich macht und gleichzeitig erlebt, aber ich will jetzt Politiker nicht verteidigen, aber ich tue es jetzt, erleben Politiker im Grunde, dass sie im Arsch sind, wenn sie das machen. So, weil dann werden sie irgendwie abgewählt und davongejagt. Und das ist eine Situation, aus der ich im Moment nicht sehe, wie man da rauskommt. Ja, aber das ist zu kurz gegriffen. Ja, bitte, greif länger. Naja, dass Politik Lebensrealitäten verändert, das ist seit jeher so und das hat sozusagen hat bisher wenig darüber ausgesagt, ob man jetzt bessere oder schlechtere Chancen hat, gewählt zu werden. Also Menschen sehen sich ja in jedem Lebensbereich danach, dass sich Dinge verbessern, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, in der Mobilität und so weiter und so fort. Ich glaube, was nicht funktionieren kann und was politisch immer wieder scheitert, ist ökologische Politik zu rechtfertigen mit dem großen Ganzen, ohne darüber zu sprechen, was das ganz konkret für die Lebensqualität von Menschen meint. Wir sehen ja, dass die allermeisten ökologischen Maßnahmen, die wir brauchen, sei es in der Verkehrspolitik, wenn wir an verkehrsberuhigte Städte denken oder an ÖPNV, sei es in der Wohnpolitik, wenn es um sanierte Gebäude geht oder um die Begrünung von Gebäuden und so weiter und so fort, oder sei es in der Landwirtschaft, wenn es um regionales und ökologisches Essen geht. Das sind alles Maßnahmen, also alles Komplexe. Das wäre ganz ohne ökologischen Kollaps einfach unglaublich sinnvoll, da was zu verändern, da Maßnahmen umzusetzen. Wir brauchen keine Klimakrise, damit es in den Städten für die Menschen ruhiger und ruhiger sein soll, dass die Kinder sicherer sind, dass die Luft besser ist und so weiter und so fort. Dafür reicht es eigentlich schon ganz konkret mal darüber zu sprechen, wie wir Lebensqualität verbessern können. So, und was jetzt passiert ist, was wir immer wieder erleben, ist, dass man in der ökologischen Politik wenn man sich darauf überhaupt herablässt, in irgendeiner Form einen ökologischen Vorschlag zu machen, meint, es reicht eine Art Moralargumentation von einer Klimabewegung zum Beispiel zu übernehmen, ohne dafür zu kämpfen, dass Menschen darin für sich ganz konkreten Vorteil sehen. Und das ist ja Politik. Natürlich muss man die Menschen begeistern. Da muss man kurz- und langfristige Perspektiven zusammendenken. Das ist aber auch nichts Neues. So wird seit jeher Politik gemacht. Und ich frage mich eher, ob wir nicht, wenn wir mal ganz kritisch drauf gucken, so eine Art, diskursive Gemütlichkeit dort erleben, wenn wir uns mal wirklich auf den Kopf stellen sollten und mit aller Kreativität und aller Bildkraft, die wir irgendwie organisieren können, Menschen für gute ökologische Maßnahmen zu begeistern. Das darf doch eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Aber wenn wir unsere diskursive Gemütlichkeit verlassen, dann wird es auch immer gleich unappetitlich und unproduktiv, ist mein Eindruck. Wie meinst du das konkret? Ja, dann geht es irgendwie sofort ab, polemisch, diffamierend, blockierend. Also das öffentliche Gespräch scheint mir jetzt im Moment nicht in der Lage zu sein, auf Höhe der Probleme der Gegenwart tatsächlich zu funktionieren. Deswegen sollte man die Hände in den Schoß legen und es nicht versuchen? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, ich sehe das im Moment. Naja, ich meine, wir erleben natürlich eine skurrile Tendenz, wenn wir vorschlagen würden, da drüben die Regenrinne abzumontieren und sie gegen eine bessere auszutauschen, die vielleicht auch ein bisschen umweltfreundlicher wäre, dann würde die FDP wahrscheinlich morgen losrennen und diese Regenrinne zu unserem neuen Freiheitsgral deklarieren. Das ist natürlich schwierig. So, und da muss man sich kurz fragen, wie kommt man damit so, kann man damit so weit kommen? Ich denke, okay, dann müssen wir Vorarbeit leisten und nicht denken, wir sind Menschen keine Argumente mehr schuldig, nur weil wir das Gefühl haben, wir reden die ganze Zeit schon über das Klima. Das ist doch jetzt irgendwie für alle angekommen. In dem Augenblick, wo wir anerkennen, es gibt einen riesengroßen Deutungskampf über die klimapolitischen Fragen und da ist sich ein bestimmtes Spektrum, das würde ich sagen, fossile Spektrum, für absolut nichts zu schade. Und wenn Sie uns morgen erklären müssten, der Heißluftballon sei die neue Innovation, mit der wir neuerdings weltweiter Vorreiter werden könnten, dann würden Sie auch das machen. So. Das müssen wir erstmal annehmen, das ist jetzt einfach so, damit müssen wir arbeiten. Ich meine, die Herren und auch die paar Frauen von der FDP tagen ja gerade und sind sozusagen, man merkt, dass da ja das Reflexionsvermögen aktiv Richtung Null geschraubt wird, um bloß nicht eine Sekunde mal zu hinterfragen, was man da eigentlich macht und für wen, um Gottes Willen. So, aber das passiert dort, das ist deren Phase, in die sie sich gerade reingeschraubt haben, fair enough.
Das heißt doch aber nicht, dass wir jetzt unsere, sozusagen einerseits die Überzeugung, aber auch all die guten Argumente, die ja nach wie vor da sind, irgendwie für invalide erklären, sondern wir müssen uns fragen, okay, wie funktioniert eigentlich das Reclaiming von der Deutungsmacht von dem, was wir hier alles anstellen müssen, was wir bewegen müssen. Und das, wir sind da in der Defensive. Ich glaube, das ist offensichtlich für viele. Und wir sehen auch, wie groß die Bereitschaft ist. Ne, springen jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, wie groß die Bereitschaft ist, wirklich durch die Bank weg, einmal sozusagen durch die fossilen Kräfte durch, sei es Media, sei es politisch durch, sich komplett lächerlich zu machen, um bloß noch das letzte Gramm an ökologischer Veränderungswillen wieder runterzustampfen. Ja gut, dann müssen wir vielleicht an der Stelle ein bisschen nachlegen und anerkennen, wir sind in keiner Situation, wir werden es nie sein und wir waren es auch nie, die guten Argumente, die Überzeugung, die starken Bilder nicht hochzufahren, nur weil wir das Gefühl haben, wir reden schon den ganzen Tag lang über das Klima. Weil du den FDP-Parteitag erwähnt hast, beim letzten Grünen-Parteitag hättest du ja fast die Energiepolitik irgendwie der Partei verändert. Hat dich die FDP eigentlich auch schon mal eingeladen, um ihnen die Lage zu erklären? Komischerweise nicht. Ich weiß nicht genau, wie die RednerInnenliste, der am FDP-Parteitag ist, wo die großen ökologischen Debatten geführt werden und wer man sich da einlädt, um die ganze Sache sozusagen so ein bisschen zu würzen. Aber ich glaube, wenn die Aktivistin einladen wollen würden, um mit ihnen über die Freiheit in der ökologischen Krise zu reden, dann wären wir die Letzten, die da absagen würden. Okay, jetzt, wenn wir in den Leitlinien der parlamentarischen Demokratie denken, dann brauchen wir, meine These, mindestens eine der beiden früheren Volksparteien, die bereit ist, ernsthafte Klimapolitik mitzutragen. Das heißt also, zusammen mit den Grünen könnte diese Partei dann um einen Regierungsauftrag, den nächsten Regierungsauftrag, werben. Was hältst du von dieser naiven Idee? Das ist natürlich korrekt, solange die Klimakrise ein Privatproblem der Grünen ist und jede klimapolitische Maßnahme ergo ein Gewinn für die Grünen ist und ein Verlust für alle anderen, haben wir ein Problem. Ich glaube aber auch deshalb reicht es nicht, der FDP oder der CDU oder der SPD vorzuwerfen, sie würden nicht genug fürs Klima machen, sondern ich glaube, wir müssen viel tiefer einsteigen und ihnen vorwerfen, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, die ökologische Frage für sich zu interpretieren. Und das ist dramatisch, wenn wir uns bewusst werden, es gibt eine ganz große Notwendigkeit für eine freiheitliche Interpretation der Lage, die sich sozusagen auf tiefe, kollektive, aber auch individuelle, liberale Werte beruft. Es gibt eine ganz großartige Notwendigkeit, die sozialen Fragen zu dechiffrieren in einem ökologischen Kollaps durch eine SPD zum Beispiel. Und natürlich haben wir auch jeden Grund, marktwirtschaftliche Kräfte und überhaupt unsere Wirtschaftssysteme innerhalb planetarer Grenzen zum Beispiel nicht an der CDU zu nudeln. Das braucht es und ich glaube, das muss unser Anspruch an diese Parteien sein und um alles in der Welt sollten wir dafür kämpfen, dass sie sich diesen Sachen, in aller Tiefe und Ausführlichkeit stellen, um endlich das Gefühl zu haben, sie haben da was zu gewinnen und nicht nur ununterbrochen was zu verlieren. Das würde auch im besten Falle die Situation in der Ampel verändern und uns aus dieser Blockade befreien können. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das mal das Konzept von dieser sogenannten Fortschrittskoalition, dass sie die Klimafragen nicht mehr per se zur Disposition stellen wollten, sondern dass sie sich tatsächlich gemeinschaftlich dazu erklärt haben, nein, das ist unser gemeinsames Vorhaben und da sehen wir alle unsere gemeinsamen Ziele. Naja gut, es stehen ja auch diverse Dinge im Koalitionsvertrag, nur wenn es konkret wird, dann kommt der Finanzminister und kassiert das alles wieder ein. Weil man ihn auch lässt, ne? Weil man ihn auch lässt, ja. Ich will aber meinen ersten Gedanken noch fortsetzen, und zwar der Politologe Thomas Biebricher war letzte Woche in der Zeit auch in der Taz und er vertritt die These, es brauche eine gemäßigt konservative Partei, um größere Transformationen mehrheitsfähig zu machen, weil das im Grunde, sagen, der Teil der Gesellschaft ist, der eher
nicht möchte, dass sich was verändert, aber dann doch bereit ist mitzumachen, wenn das die entsprechenden Leute sind. Also jetzt im Grunde eben nicht Klimaaktivisten, sondern CDU-Politiker. Also das heißt übertragen oder konkretisiert, Deutschland braucht die CDU für diese Transformation. Ist das unrealistisch? Also zunächst einmal, ich möchte dem Herrn Biebricher nicht so nahe treten, aber ich glaube wirklich, in einem sehr, sehr langen Zeitinterview über die Krise des Konservatismus ist zumindest durch ihn die ökologische Frage, glaube ich, einem Halbsatz gefallen. Also da hätte ich sozusagen, glaube ich, noch mal ein paar Fragen zu der Analyse des Konservatismus in der aktuellen Zeit und um vielleicht an der Stelle mal den Bogen zu spannen zu Hans Jonas, dem Guten. Aber es ist ja im Endeffekt keine neue Erkenntnis. Das ist, was Hans Jonas ausgemacht hat in seiner verantwortungsethischen Analyse, dass wir feststellen, wir bewegen uns seit den 60ern, 70ern, spätestens aber seit den 80ern in einem komplett neuen politischen, aber wie gesagt auch ethischen Feld, in dem endlos viele Maßnahmen über Recht und Gerechtigkeit, über richtiges und falsches Tun, über Verantwortung und so weiter und so fort sich kategorisch neu stellen durch die ökologische Situation, in der wir sind, oder wie Hans Jonas das ja so sehr sagt, durch die Permanenz der Ausplünderung des Planeten. So, und das heißt, wenn wir uns jetzt im Jahre 2023 der Krise des Konservatismus stellen, dann glaube ich, darf es nicht zu viel verlangt sein, das in die ökologischen Fragen einzubetten, in denen wir sind, und mal die Frage zu stellen, wie soll eine konservative Partei, wie kann sie sich öffnen der Wirklichkeit gegenüber, die uns hier eigentlich schon längst die Türen überall eintritt. Dass es wahnsinnig schwierig sein wird, oder andersherum, dass die CDU unglaublich viel von dem verwaltet, was wir in Deutschland zumutbar finden. Das stimmt, glaube ich, in der Analyse. Ich meine, die Erfahrung machen wir die ganze Zeit. In dem Augenblick, wo sagen der Christdemokrat erklärt, das ist okay, es ist weder radikal, es ist nicht utopisch, es ist nicht überzogen und vor allem eben im besten Falle keine Zumutung mehr. Und genau daran müssen wir ja kommen. Zur Zumutung? Nein, dazu, dass wir, woran scheitert es gerade, ist, dass man ja den Menschen vor lauter Katastrophe keinen Katastrophenschutz zumuten möchte, weil man meint, es geht ja schon genug ab in der Welt. Und dass da eine gewisse Dialektik drin steht, ich glaube, das versteht man von selbst. Und wenn wir jetzt das aufbrechen wollen und sagen, nein, Moment, wir müssen mal darüber sprechen, was ist hier die eigentliche Zumutung? Und ich würde behaupten, die eigentliche Zumutung ist das Wissen in einer ungehemmten und völlig frei drehenden Katastrophe zu leben, die sich in jede Lebensrealität rein organisieren wird, die alles und jeden hier in Frage stellt. Dann wäre vielleicht der Schutz vor eben dieser Katastrophe dann nicht mehr die größte Zumutung. Solange aber der Schutz vor den Katastrophen die größere Zumutung bleibt, politisch gesprochen, als die Katastrophe an sich, läuft da was schief. Und genauso wird ja gerade Klimapolitik und Klimaschutz verhandelt. Das heißt, ja, es bräuchte ganz, ganz dringend auch eine von Radikalismusvorwürfen befreite Christdemokratie in Deutschland, die anerkennt, wo die eigentlichen Zumutungen sind und dieser Gesellschaft auf die Sprünge hilft, zu verstehen, vor Katastrophen geschützt zu sein und das am besten Falle auch noch gerecht und nachhaltig, ist eigentlich gar nicht so schmerzhaft. Aber dann könntest du doch, wenn ich das jetzt weiterdenke, oder könntest du doch statt irgendwie zu Robert Habeck zu gehen und zu sagen, das ist zu wenig, was du machst, und dann sagt er, ich habe ja nur 14,8%, zu Friedrich Merz gehen und denen irgendwie für die Sache gewinnen. Das wäre doch sozusagen effizienter. Ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, da wählerisch zu sein, zu welchem dieser Herren wir gehen. Und ich glaube auch, es macht auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass wir uns mit der CDU auch intensiver beschäftigen. Ich finde schon aber auch wichtig, an der Stelle anzuerkennen, dieser Zeitdruck, unter dem wir sind, der setzt andere Ansprüche an eine Legislaturperiode.
Und wir erleben das ja gerade so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, wir sind jetzt in so einer Grundblockade. Da haben sich jetzt alle so verschränkt, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und naja, also übernächstes Jahr wählen wir schon wieder. Dann gucken wir doch mal, wie wir da jetzt irgendwie neue Koalitionen denken können. Das funktioniert nicht. Wir haben keine einzige Legislaturperiode oder mehr Zeit zu verlieren. Wir haben kein Jahr mehr, keinen Ministerposten Zeit, wo wir so anerkennen können oder meinen können, es reicht jetzt mal gerade. Abgesehen davon, glaube ich, wirft die Debatte über die Christdemokratie in Deutschland und die ökologische Leerstelle, die sie gerade lässt, nochmal die Frage auf, warum es denn eigentlich mit der SPD so aufwendig ist, zusammen zu regieren gerade. Und ich glaube, ne, vielleicht wäre auch es in dieser Situation, dieser brenzlichen Lage wichtig, dass der Kanzler irgendeine Art von Druck verspürt. Wir geben uns beste Mühe, dass das so nicht weitergehen kann, dass es nicht sein kann, dass wir bis heute nicht verstehen oder bis heute das Gefühl haben müssen, dass dieser Kanzler im Kern grundfossil ist und an Klimaschutz eigentlich kein echtes Interesse hat. Kann ich jetzt nicht widersprechen, aber ich würde jetzt auch meinen, dass die Wiederwahl des Kanzlers eben aus seiner Sicht nicht mit neuer Wirtschafts- und Klimapolitik funktionieren wird, sondern, wie wir gerade gesprochen haben, eher mit dem Schutz vor dieser Politik. Ja, schlimm. Ja, aber was machen wir jetzt damit? Heulen und nach Hause gehen? Nee, das ist ja nicht so mein Ding. Stelle ich mir auch trostlos vor. Auch an der Stelle müssen wir, oder sind wir, glaube ich, gut beraten, einmal zu überprüfen, wer sind die Kräfte, die auch die Sozialdemokratie in Deutschland Richtung Ökologie führen können? Wo sind die? Was machen die gerade? Sind sie gerade beim Spätzle-Stand? Habe ich nur Gutes von gehört? Kann man die vielleicht mal kurz ansprechen? Ich glaube, muss ich auch fragen, wie die innerparteilichen Dynamiken da laufen. Wo sind die Jusos, wenn man sie mal braucht? Es gibt doch angeblich wahnsinnig viele davon. Eine runde Revolte, ganz nach Camus gesprochen, würde, glaube ich, auch diesem Laden sehr, sehr gut tun. Und ich glaube, wir müssen uns auch fragen, wie man gewisserweise sozusagen einen Kanzler, wenn man ihn schon offensichtlich nicht an den ökologischen Fragen kriegt und auch offensichtlich nicht an den moralischen oder an den verantwortungsethischen, müssen wir uns mit seiner Eitelkeit beschäftigen. Also oder was auch immer da ist, diese Gewissheit, man kann sich irgendwie so dadurch schlawinern und am Ende des Tages denken Leute, das war doch super, der ist total moderat und Gott sei Dank denkt auch mal ein bisschen mit, was ja eine geläufige Übersetzung ist für das, was wir da erleben. Dann wird dann gesagt, er zögert und zaudert. Das ist kein Zögern und Zaudern, was der macht. Das ist fossile Blockadehaltung und das eine komplette Absage an die eigentlichen Führungskompetenzen, die man mal zeigen müsste, wenn Volker Wissing es das zweite Jahr in Folge nicht auf die Kette bekommt, seine eigenen Sektorziele einzuhalten, zögert und zaudert. Herrgott, das ist doch im Endeffekt eine Romantisierung von einer Politik, die uns ganz schnurstracks weiter und tiefer in eine Katastrophenlage manövriert. Wer zögert und zaudert in einer Zeit, in der man Ansagen machen muss, der zögert und zaudert nicht mehr. Gibt an sich und an der Verantwortung dieser Zeit auf. Aber Ansagen wollen wir auch nicht als emanzipierte liberaldemokratische Individuen. Das möchten wir auch ungern. Ich glaube, es wäre höchste Zeit für eine Runde von Ansagen. Und ich meine, wir können uns dann ja überlegen, was das für Ansagen sind. Und vielleicht können wir uns auch so ein bisschen da mal von so patriarchalen Vorstellungen von so einer Fußballtrainersituation lösen. Das ist ja nicht der da rumsteht und brüllt und alle fertig machen. Das ist ja nicht die einzige Form von Ansage, die es geben kann. Es gibt ja auch noch die Ansagen, die zielgerichtet sind und empathisch und einfühlsam und gemeinschaftsbildend und ja, dieser Moment, nach dem sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen sehen, indem wir uns mal hinsetzen und anerkennen, boah, irgendwas läuft hier ganz katastrophal schief und wäre es zu viel verlangt, in diesem Augenblick das A anzuerkennen und B dann mal gemeinsam die Menschen zusammenzuholen und zu sagen, wisst ihr was, das, ja, können wir schaffen. Du hast einen starken Satz gesagt, also viele natürlich, ja, viele, aber einen besonders starken im Vorgespräch, und zwar die Debatte muss von denen geführt werden, die Veränderung wollen. Das finde ich
Das ist der Signature-Satz überhaupt. Aber im Moment wird sie natürlich ganz stark von denen beeinflusst, die keine Veränderung wollen. Kurzum, wie kriegen wir das umgedreht? Zwei Sachen. Das eine ist, und ich habe den Eindruck, durch diese Springer-Döpfner-Situation mit einem der mächtigsten Medienmenschen in diesem Land, der offensichtlich Klimakrise gut findet, und auch der andauernden Bildkampagne gegen alles, was grün schmecken könnte, erwächst so eine Art Bewusstsein darüber, dass wir nicht auf einem neutralen Spielfeld unterwegs sind. Lange wurde das ja so stilisiert, dass wir irgendwie eine Gesellschaft haben und dann steht da jetzt eine Gruppe von Aktivistinnen und die soll jetzt mal gucken, wie weit sie kommt. Und die hat jetzt irgendwie noch ein bisschen Wissenschaft und irgendwie Herbert Grönemeyer, aber Herrgott, im Endeffekt sind es Aktivistinnen und die wollen irgendwas. Und jetzt gibt es da eine Gesellschaft und die guckt mal, was die will. Und am Ende sehen wir, wo wir bei rumkommen. So ist das nicht. Es gibt die Aktivisten für Klimaschutz und Gott sei Dank werden es immer mehr und immer mehr Menschen verstehen sich als klimaengagierte Bürgerinnen und Bürger. Gott sei Dank. Aber es gibt eben auch die, sozusagen die Anti-Klima-Aktivisten und die sind stark und die sind vernetzt und die sind teilweise Chefs von den mächtigsten Medienkonzernen Europas. Die sind aber auch in Parteien da und die sind ebenso aktivistisch in ihrem Tun, wenn es darum geht, Klimaskepsismus zu verbreiten, Maßnahmen zu manipulieren und boykottieren, Gesetzeslagen zu unterwandern, wie das gerade Volker Wissing so beispielhaft tut und so weiter und so fort. Und die sind auch da und verändern das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen und verdrehen die Fragen und kommen damit erschreckend weit. Und das aber anzuerkennen, dass das kein neutrales Feld, auf dem wir uns bewegen und wir gucken mal, wie weit uns die Rationalität in den Argumenten bringt, das ist schon mal wichtig. Weil es bringt uns in die Position anzuerkennen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Nicht nur mit einer Gesellschaft, die so ein bisschen veränderungsermüdet ist, sondern eben auch mit organisierten und vernetzten fossilen Interessen. So, und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir, das wäre das Erste, das anzuerkennen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, okay, was braucht es, damit Veränderungsdebatten von den Veränderungsfreudigen geführt werden und nicht nur von den Veränderungsverhinderern, dann kommen wir zum Anfang dieser Unterhaltung zurück. Reicht es nicht zu meinen, dass man mit den besseren Argumenten automatisch weiterkommt? Und vielleicht ist das die große Schwäche der ökologischen Progressiven, dass wir denken, naja, wir haben doch moralisch recht und wir haben die guten Argumente, wie schwer soll es denn sein? Wir führen keine rationalen Debatten unterm Strich. Es geht hier nicht um das bessere Argument, es geht um das mächtigere Argument. Es geht nicht um die moralisch korrekte Herangehensweise an die globalen Katastrophen, sondern es geht um Emotionen, es geht um Kränkung, es geht um Macht und es geht um Gewohnheitsrechte. Das ist, worüber wir hier sprechen und da können wir mit und dann brauchen wir unsere guten Argumente, die sollten wir nicht vergessen. Wir sollten auch die wissenschaftliche Grundlagen niemals aus den Augen verlieren. Aber sich darauf zu verlassen, das ist zum Scheitern zu verurteilt, ganz offensichtlich. Du plädierst dafür, dass wir schmutzig spielen? Ich plädiere darauf, dass wir strategisch werden und losziehen, nicht um Recht zu haben, sondern um zu gewinnen. Ja, das ist auch ein schöner Satz. Guck mal, jetzt sind schon zwei. Jetzt sind es zwei, genau. Muss ich jetzt nochmal zuspitzen, damit wir das auf den Punkt haben. Sind die Springer-Medien der Feind? Ich glaube, wenn wir es anfangen wollen, Liste zu machen, wer alles Klimafragen und der ökologischen Gerechtigkeit feindlich gegenübersteht, dann sitzen wir noch morgen hier. Bisher haben wir wenig Anlass davon auszugehen, dass es unterm Strich bei Springer und Konsorten ein Interesse daran gibt, dass sich die Dinge hier zum Gerechteren und Nachhaltigeren wenden. Ich finde es aber müßig, jetzt loszuziehen und XY-Menschen als Feind zu deklarieren, da machen wir 1000 Nebenschauplätze auf von irgendwelchen Ulf Poschertz und Anna Schallertz, die dann neue Kolumnen schreiben müssen vor lauter Wut und dann geht es wieder zurück und dann schreiben die anderen, dann macht die Taz einen Aufreißer darüber und dann am Ende des Tages rauscht die Autobahn und die endlosen Millionen an Autos darauf hier immer noch an uns vorbei. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir feststellen, es gibt ein ganz kalkuliertes, auch medial gut betreutes Interesse daran, dass wir so lange wie nur irgendwie möglich noch den letzten Fetzen an fossilen Energien aus dem Boden holen und Lebensgrundlagen schreddern, weil irgendwo
eine schrumpfende, aber ja, vehemente Gruppe an fossilen Menschen / Männern das Gefühl hat, wenn wir hier eine Runde Ökologie machen, dann müssen sie weinen. So, das lasse ich jetzt so stehen. Muss eine Sache noch nacharbeiten, nämlich letzte Woche oder vor ein paar Tagen hat Fridays for Future so eine Art Distanzierung irgendwie gemacht von der letzten Generation. Was ist da die Überlegung oder Problematisierung? Distanzierung glaube ich nicht, aber eine Art Differenzierung, und das ist notwendig in meinen Augen. Wir haben jetzt ein Jahr lang darüber gesprochen, ob es legitim ist, was die letzte Generation macht und ob es legitim ist, sich angesichts der Klimakatastrophe auf die Straße zu kleben. Und natürlich kommen wir zu dem Schluss, natürlich ist das legitim. Das ist keine Frage. Die Katastrophe ist da, die liegt auf unseren Schultern, die liegt über uns allen, und damit kann man im Rahmen von friedlichem Protest ganz schön viel machen. Und es, ob man es jetzt nach Hannah Arendt macht oder nach Habermas oder nach wem auch immer, durchdeklinieren und als legitim anerkennen. Ich glaube aber, dass wir in der Klimafrage weitergehen müssen als bis zur Legitimität, sondern wir müssen uns auch immer wieder fragen, was ist strategisch und was gewinnt Mehrheiten, was gewinnt Veränderung, was gewinnt Deutungshoheit zurück, die wir so dringend brauchen über die Sachen. Was gewinnt eine Art eine Macht darüber, wie sich Dinge verändern können im Sinne ja unserer demokratisch verabschiedeten Klimaziele. So, und diese strategischen Debatten müssen geführt werden, und wir bei Fridays for Future haben auch festgestellt, es lohnt sich das auch, dort, wo es sinnvoll ist, wo man Akzente setzen kann, auch öffentlich zu tun. Ich halte gar nichts davon, dass wir uns jetzt alle öffentlich verrückt machen und am Ende eine riesengroße Angriffsfläche zurücklassen. Das ist Quatsch, und wenn es hart auf hart kommt, sind wir natürlich alle solidarisch Teil einer großen klimabewegten Zivilgesellschaft. Aber ja, die Zeiten sind hart, und ich weiß nicht, warum sozusagen wir uns vor strategischen Fragen Herangehensweisen wegducken sollten. Also ich komme ja aus der Linken, und da wird ja klassischerweise sich aufgespalten, und das ist irgendwie in der Regel dann nicht so, dass das am Ende hilfreich ist, weil es gibt dann irgendwie Wahrheiten nebeneinander und die Schlagkraft geht verloren. Das funktioniert so in der Übersetzung, glaube ich, nicht, weil wir sind ja verschiedene Bewegungen erstmal. Es gibt Fridays for Future, es gibt letzte Generation, es gibt Ende Gelände, es gibt andere Bewegungen. Es gibt eine große, sozusagen einen großen Kosmos an Institutionen drumherum, die sich dort irgendwo auch verorten. Und es lohnt sich, das breit zu machen. Und gerade wenn wir feststellen, wir müssen die Ökologie aus ihrer Nische rausholen, wir müssen den Raum einnehmen können, dann müssen wir auch zulassen können, dass es Differenzen gibt und dass Menschen unterscheiden können, dass Menschen verstehen können. Ich finde es ganz, dass Menschen denken können, ich finde es ultra bescheuert, sich auf die Straße zu kleben, aber ich fühle mich trotzdem einer Klimabewegung angehörig, und zwar einer anderen, zum Beispiel. Und das sind, glaube ich, strategische Fragen am Ende des Tages, hat nichts mit Spaltung zu tun. Ich finde auch, dass wir anerkennen müssen, es hat sich, ja, ich glaube, eine Grundaufgabe der Klimabewegung verändert. Vor 4 Jahren, als wir mit Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, mussten wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit irgendwer in diesem Land versteht, in einer damals etwas abgestumpfteren ökologischen Öffentlichkeit, es gibt hier ein radikales Problem mit der Klimakrise, und es gibt eine Generationenfrage, die da mitspielt. Und da war die Schaffung von einem Problembewusstsein maximal notwendig. Da mussten wir laut werden, da mussten wir überall Apokalypse hinschreiben, damit man es irgendwie sieht. Da mussten wir die Notlagen der Politik um die Köpfe werfen. So, mittlerweile können die meisten Menschen in diesem Land ein Liedchen von ihren eigenen und großen und globalen Notlagen singen. Und wir sehen, dass die Kommunikation über Krisen und die Zentrierung der Krise an sich tendenziell nicht mehr die Bereitschaft fördert, die wir brauchen, sondern viel eher so eine Art Ermüdung, Krisenermüdung, Erschöpfung, Resignation führt. Und von einem Problembewusstsein kommen wir zu einem Lösungsbewusstsein, was wir vermehrt brauchen. Und ein Gemeinschaftsbewusstsein, die Bildung von ökologischen Allianzen über die politischen Spektren hinweg, über die Institutionen hinweg. Und das ist, wo wir mit Fridays for Future sehr unseren Auftrag sehen und wo wir uns fragen, ist sozusagen, müssen wir nicht vorsichtig sein, dass sich in dieser Phase, in der wir jetzt gerade sind, in der wir nicht aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht. Ja.
Ich will unbedingt noch auf dieses Buch zu sprechen kommen, Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung. Du hast das in Lützerath beim Protest gegen auch die Politik des grünen Vizekanzlers sagen ikonisch in die Kamera gehalten und auch positioniert. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ja das Nachwort hier von Robert Habeck ist. Ist dir jetzt aufgefallen? In diesem Buch, was ja schon lustig ist. Aber jedenfalls, das entscheidende Punkt ist, dass dieser ökologische Imperativ von Hans Jonas, der ja eben im Kern die Generationengerechtigkeit beinhaltet, dass der eben auch eine Zukunftsverantwortung behauptet, die zur Not autoritär erzwungen werden müsse. Und da ist natürlich in diesem Nachwort von Robert Habeck ein ganz entschiedener Widerspruch, weil er sagt nämlich, wenn radikaler Klimaschutz den Verlust von Freiheit und Demokratie bedeutet, dann haben wir nichts gewonnen. Die politische Wahrheit müsse in einer Demokratie immer wieder neu errungen, begründet und hinterfragt werden. Also kurzum, wir können uns als liberal-demokratische Gesellschaft frei entscheiden, im Gegensatz zu dem, was Jonas sagt, ob wir etwas gegen die Klimakrise tun oder ob wir es nicht tun. Und das wird mehrheitlich entschieden. Das teilst du nicht, meine Auffassung. Naja, Hans Jonas hat das damals aufgeschrieben, ohne dass es ein Pariser Abkommen gab, ohne dass es überhaupt irgendeine Form von globalen Umweltübereinkommen gab. Und das stimmt, wir müssen uns einmal ethisch ganz offen fragen, haben wir die Verantwortung, etwas gegen eine Klimakatastrophe zu machen? Haben wir eine moralische Verantwortung? Und in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten 2 Jahrzehnten wurde das beantwortet. Wir haben sie. Und das wurde völkerrechtlich bindend festgestellt. Genauso wie man sich entschieden hat, dass wir eine menschenrechtliche Verantwortung haben und damit die Türen geöffnet wurden zu einer Menschenrechtscharta. Das hätte man auch davor anders entscheiden können. Man sagt, nö, machen wir nicht, tun wir nicht, hat man aber sich gegen entschieden, glücklicherweise. Es gibt menschenrechtliche Verpflichtungen und man hat mittlerweile auch entschieden, nein, wir haben eine Verantwortung, etwas zu tun. Und Gott sei Dank, das sind ja ganz schöne und beeindruckende Entwicklungen, geht es auch gerade in die Richtung, dass nochmal jetzt globaler gefragt wird, was ist eigentlich die Verantwortung der einzelnen Staaten? Das wird jetzt ja sogar vor dem UN-Gerichtshof nochmal geprüft. So, das heißt, Hans Jonas hatte das nicht, diese globalen Abkommen nicht im Rücken, als er das aufgeschrieben hat. Jetzt haben wir die aber. Und wir haben das auch demokratisch entschieden mit dem 1,5-Grad-Pariser-Abkommen, das einstimmig im Bundestag durchgegangen ist. In jedem Parteiprogramm, was wir finden, demokratisch, finden sich die Zusprüche, Zusagen zur Generationenverantwortung. Dass jetzt gerade mit all dem im Hintergrund wieder so getan wird, als könnten wir das zur Disposition stellen, das ist im Kern undemokratisch. Und es unterwandert ganz entscheidende Grundpfeiler unseres demokratischen Miteinanders, nämlich die Überlegung, die jungen Generationen sollen auch eine Demokratie haben, die nicht von ihren Lebensgrundlagen rechts und links zerfetzt wurde. Das ist ja auch eine Übereinkunft. Und deswegen halte ich es für total gefährlich, diese ethischen, aber eben auch gesetzlich bindenden Zusagen wieder aufzumachen, wenn wir merken, es wird hart. Und dahinter steckt in meinen Augen eben auch das sich ehrlich machen darüber, was Demokratien und Freiheiten gefährdet. Glücklicherweise ist es ab und zu eine Debatte mittlerweile immer mehr, dass die große Gefahr für unsere Demokratien, für unsere demokratischen Räume, für unser gesellschaftliches Miteinander und für unsere kollektiven Freiheiten vor allem durch die Katastrophen begründet werden und nicht durch das Handeln dagegen. Dann sagen jetzt manche Leute, Ökodiktatur ist natürlich kompletter Bullshit, das wissen wir auch. Mittlerweile ist es ja weitreichend belegt, ökologische Maßnahmen müssen gerecht sein und transparent und demokratisch, damit sie sich bewähren können, damit sie nicht soziale Konflikte schüren, die uns alles wieder einreißen. Aber die Grunddebatte, da würde ich dir widersprechen, die haben wir geführt und das ist gut so.
Vielleicht ein Nachsatz, das macht übrigens ja auch Demokratien auf, dass wir uns einigen können und dann damit arbeiten. Denn im Endeffekt ist es eine Unterwanderungstaktik von Unterdrückungssystemen, immer wieder die Grundsätze, auf die man sich eigentlich geeinigt hat, wieder aufzumachen, zur Disposition zu stellen, um so zu verhindern, dass sich einerseits Vertrauen einschält und vor anderen und auf der anderen Seite vor allem ja mal was nach vorne geht. Also ich weiß nicht, ob wir so weit auseinander sind. Ich würde eben sagen, ich habe als Individuum die Freiheit zu sagen, ich habe Verantwortung oder ich habe keine Verantwortung, nach mir die Sintflut. Und wir brauchen Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht, was im Grunde das so bindend macht, dass eben dieses Wir, sozusagen der Staat, die Institution, das Ganze sagen, dieser Verpflichtung nachkommt, auch wenn ich selber irgendwie denke, ich brauche das nicht. Das ist ja eine von Hans Jonas Kernüberlegung, dass wir in der, sozusagen in der Ökologie sind wir so wenig noch Individuum und sind so schnell intervenierend in die Lebensbereiche anderer, dass ich in Frage stellen würde, ob du für dich entscheiden kannst, ich habe keine Verantwortung in dem Augenblick, in dem du in einer globalisierten Gesellschaft lebst. Und Hans Jonas hat das ja herausgestellt, er hat das festgestellt, es gibt ein Missverhältnis zwischen einem globalisierten Handeln und das Defizit einer globalisierten Ethik. Das ist ja, was er machen wollte, eine globalisierte, den Lebensverhältnissen entsprechenden Ethik aufzustellen, die anerkennt, was wir als persönliche Freiheit interpretieren und leben wollen, worauf wir einen Anspruch haben, ist in der Welt, wie wir sie heute erleben, ununterbrochen ein Beitrag zu Unterdrückung von anderen Freiheiten. Einfach weil unsere Emissionen hier Freiheiten von Menschen woanders beeinträchtigen, die Ressourcen, die wir hier nutzen, woanders Lebensgrundlagen zerstören. Und da wäre meine Einschätzung, die ethische Gemengelage hat sich dort grundlegend verschoben. Und das ist irgendwie schmerzhaft und ist bestimmt ganz kränkend für Menschen, die meinen wollen, nach mir die Sintflut. Vielleicht hat aber auch die Akzeptanz dieser gegenseitigen Abhängigkeit und Verantwortlichkeiten, in denen wir sind, etwas Befreiendes. Und vielleicht ist das oder wäre das ein Grundpfeiler Richtung FDP gedacht, ein Grundpfeiler einer liberalen Überlegung in der Klimakrise. Heißt Freiheit in der Klimakrise nicht vielleicht auch anzuerkennen, wie abhängig wir alle voneinander sind? Und das ist nicht, Freiheit ist nicht die absolute Abwesenheit jeglicher Abhängigkeiten voneinander, sondern es ist die Akzeptanz davon, dass wir in gewissen Abhängigkeiten leben und jetzt überlegen, okay, wie bewahren wir die freiheitlichen Räume, die wir so dringend haben wollen und wie bewahren wir uns davor, unsere Freiheiten nicht eigentlich als die Macht des Stärkeren auszulegen, einfach weil es sich ein bisschen gemütlicher anfühlt. Na, ich wollte ja nur sagen, ich kann für mich in Anspruch nehmen, ich lehne das ab, aber ich kann mich dann dieser Verantwortung nicht entziehen, wenn es Institutionen, am besten globale, gibt, die das sozusagen durchsetzen. Naja, aber die Institutionen, also theoretisch vielleicht, praktisch würde ich sagen, die Institutionen sind darauf angewiesen, dass Menschen für sich eine Verantwortung übernehmen. Einfach weil wir sehen, die Energiekrise hat so deutlich gemacht wie je, das sind alles große Teamaufgaben. Und vielleicht war das mal stelle ich mir so ein bisschen die Nullerjahre vor, so ein Politikverständnis, ich wähle euch, ihr macht, ich habe ein bisschen weniger Macht, aber auch ein bisschen weniger Sorge. Das geht nicht in einer Zeit, in der wir darauf angewiesen sind, dass Millionen Menschen weniger Auto fahren, weniger Strom verbrauchen, ihre Ernährungsmuster ändern und so weiter und so fort. Und das heißt, wir sind so aufeinander angewiesen, dass ich glaube, es muss das institutionelle Interesse sein, dass einzelne Verantwortung übernehmen wollen und auch Verantwortung anerkennen, die sie haben. Gut, wir haben Fragen. Dann kommt jetzt Luisa. Ja, ich räume gleich mal. Ja, danke, Luisa. Ich bin auch Luisa. Genau, und ich habe ein bisschen dem Publikum zugehört. Da gab es eine ganz schöne Frage, die habe ich gerade mal mitgebracht. Wir hatten hier vorhin Karin Prien auf der Bühne, die hat darüber gesprochen, dass der CDU die Frauen fehlen. Und der Zuschauer fragt, wie hat Fridays for Future es eigentlich geschafft, so viele Frauen zu involvieren und dazu zu bringen, dass sie mitmachen und mitgestalten wollen? Ach so. Weil wir
uns ausreden lassen? Nein, ich glaube, es, also ich will da jetzt sagen, der Karin Pride und der CDU nicht zu nahe treten, aber es hilft schon, wenn man, sagen wir, Frauen gleich behandelt und respektiert und ihnen auch anerkennt dafür, dass Frauen mehr Macht haben. Heißt das, dass mal irgendwo eine Position weniger von einem Mann besetzt ist? Am Ende gewinnen wir natürlich alle, wir kennen das, feministische Grundschule. Aber unterm Strich heißt es auch in dem Augenblick, mal andere machen zu lassen, Frauen machen zu lassen, Menschen mit anderen Geschlechtern machen zu lassen, zu hinterfragen, wer muss gerade das letzte Wort haben, wer macht Care-Arbeit, wer schreibt eigentlich immer Protokoll, warum sind es immer die Frauen, all diese Sachen gehören dazu. Das ist ehrlicherweise, also Fridays for Future ist bis heute eine sehr, sehr junge Organisation und das kriegen bei uns auch die 16-Jährigen oder die 14-Jährigen auf die Kette, das sich so ein bisschen bewusst werden zu lassen. Und das ist ja das Schöne, im besten Falle verselbstständigt sich ja sowas. Also wenn man dann sieht, dass da vorne eine Frau steht und wir sind es nicht gewohnt, dass Frauen aufstehen und eine eigenständige Meinung haben und die ihr kundtun. Das hat ja auch vor 4 Jahren sehr viele Männer in dieser Republik ein bisschen verwirrt. Die saßen dann in Talkshows und waren ganz aufgebracht, auf einmal mit so jungen Frauen debattieren zu müssen. Herrgott. Aber wir haben auch das überstanden und das hat natürlich einen Effekt auf andere, die sich dann gesehen fühlen und verstehen, ah Moment, ich kann mir diese Dinge zutrauen und es gibt keinen Grund, sich kleiner zu machen und dem Patriarchat mehr Raum zu geben, als es zwingt. Das leuchtet mir sehr ein, was du sagst. Peter, möchtest du noch einen letzten Satz sagen? Unbedingt, danke, das war's schon. Ja, du hast das Schlusswort und dann geben wir gleich danach nach unten zu Vincent in den Park. Okay, also ich möchte vor allem den Satz nochmal irgendwie sagen von Luisa, also Luisa Neubauer, die Debatte muss von denen geführt werden, die Veränderung wollen. Ich denke, das sollten wir uns alle echt merken und nicht wieder die Debatten irgendwie der anderen führen. Und das wäre eigentlich mein Abschlusssatz. Luisa, hast du noch einen? Nee, jetzt haben wir schon, das war jetzt einer von 2 klugen Sätzen hier. Ich glaube, den können wir stehen lassen. Und vielleicht, um es noch einmal, eigentlich, wo du schon fragst, Peter, danke. Ich glaube, in dieser Zeit, und ich glaube, unter Ökos können wir das ja irgendwie anerkennen, es ist wahnsinnig hart und wir erleben erstmals nach 4 Jahren der Verbesserung von klimapolitischen Dynamiken Rückschritte. Und das ist ultra, ultra frustrierend. Und ich glaube, wir müssen uns in diesen Augenblicken mehr denn je fragen, wie gewinnen wir? Nicht, warum haben wir recht? Und das ist vielleicht, das klingt irgendwie logisch, aber ich glaube, manchmal ist das gar nicht so selbstverständlich. Ja, dann sage ich, meine Damen und Herren, das war das Taz Futur 2 Gespräch beim Taz Lab mit Luisa Neubauer, das Prinzip Verantwortung. Sage Ihnen unten im Besselpark und zu Hause im Stream herzlichen Dank fürs Dabeisein und ganz herzlichen Dank, Luisa Neubauer. Großartig, dass du da bist. Alles klar. Und wir stehen jetzt hier unten im Besselpark und ich habe mir einfach mal jemanden rausgegriffen und würde Sie ganz gerne fragen, wer sind Sie denn überhaupt? Was machen Sie hier und wie gefällt es Ihnen bisher? Also mein Name ist Susanne und ich komme aus Hamburg und ich bin schon ganz langjährig Taz-Leserin und war auch schon auf vielen Taz-Labs. Und ich komme immer gerne hierher, weil ich finde, das ist eine Anregung, eine geistige Anregung. Es ist nochmal was anderes, Leute direkt zu erleben, als einen Artikel zu lesen. Und ich fühle mich immer ganz bereichert, wenn ich hier bin oder hier war. Haben Sie schon ein Highlight des heutigen Tages? Hat Ihnen jemand besonders gut gefallen? Ja, ich fand die Runde über sozusagen die Putin-Verbundenheit der Ostdeutschen, die fand ich sehr interessant und sehr erhellend. Und die Professorin, auf deren Namen ich gerade nicht komme, finde ich, hat nochmal gute Aspekte da reingebracht. War für mich auch viel Neues dabei. Super, vielen Dank. Und damit sind wir vielleicht auch beim ganz guten Stichwort. Es geht jetzt weiter mit Saskia Esken, SPD und Putin-Verbundenheit. Ich denke, da lässt sich auch drüber streiten. Viel Spaß mit der nächsten Veranstaltung und bis später.